Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits dritten Staffel und der nun 51. Folge. Und diesmal vergesse ich nicht die Dankensagung, bevor es aber losgeht. Diesmal doppelten Dank einmal an unrat.de und einmal an Marius Angerer. Einmal an Unrat, der liebe Norman, den ich persönlich kenne, der schon langjähriger Freund von mir ist, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber du hast am 15.09.21 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Und zufällig entdeckt hat er mich auch noch, witzigerweise. Ich habe nicht gesagt, ihr guckt mal meinen Kanal. Witzige Geschichte. Auf jeden Fall warst du Nummer 589. Da Marius Angerer hat ebenfalls am 15.09.21 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank auch an dich. Du warst Nummer 590. In der letzten Folge habe ich ja dummerweise in der Anmoderation den Unrat vergessen, mich bei ihm zu bedanken. Nun gut, wir befinden uns in Zagoth. Wie so oft. Und diesmal gehe ich in die Taverne. Ich habe das mich gerade eben schon mal aufgenommen und verkaufe meine Gefangenen. Dann gehe ich hierhin zurück und wir gehen nochmal nach Abkoma, denn jetzt habe ich Dinge vor. Zum einen in der Burgverwaltung und zum anderen in meiner Armeezusammenstellung. Entschuldigung. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Was? Was? Da will jemand... Was? Da will jemand Nogant heiraten? Rustika? Wer ist denn Rustika, bitte? Oder Rustika, vielleicht gesprochen? Von Hongeo? Eine Kaiserliche? Südliches Imperium. Die kann reiten? Handel? Okay, also könnte man sie auch als Gouverneurin verwenden? Wenn sie noch Verwaltung hat, hat sie. Vogt ist Verwaltung, ne? Ausstrahlung. Wartet mal. Quatsch, zurück. Ja, Vogt ist Verwaltung. Okay, da hat er sich einfach mal... Dieser kleine Schelm. Da hat er sich eine junge Lady geschnappt hier. Okay. Aber heißt es jetzt, dass sie zu uns kommt oder er zu denen in die Familie geht? Ich glaube, sie kommt zu uns, ne? Weil es wird ja immer die Frau weggeheiratet. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich habe zum Glück kurz vorher gespeichert. Ein Bote von Turiados, dem Oberhaupt des Clans Hongeros, ist eingetroffen. Er schlägt eine Heirat zwischen seinem Clanmitglied Rustika und Nogant aus eurem Clan vor. Die beiden scheinen gut zueinander zu passen. Nehmt ihr an? Annehmen? Ach cool, sogar die Charaktere stehen da! Nicht irgendwelche, ja, Dummies oder so. Okay, das ist nice. Auch die Clan-Banner werden gezeigt. Alles klar. Küsschen? Also sie will einen Kuss, aber er anscheinend nicht. Huh. Das ist ja cool jetzt mit den Videos. Das ist cool. Schön. Klicken zum Fortfahren. Alles klar. Gucken. Rustika wird mit Nogant vermählt. Ja, Mitglieder. Sie ist jetzt für uns tätig tatsächlich. Und sie hat auch... Was ist das hier? Ich kann sie rufen? Wow! Ey, wie cool, ich kann die jetzt rufen, die Leute. Alter, ist erwachsen genug? Oh Mist, da muss ich mich entschuldigen. Da hatte mich jemand darauf hingewiesen, Alter wäre erwachsen genug. Aber ich hatte das halt begründet abgelehnt, dass es halt nicht so wäre. Aber es ist doch der Fall. Das ist doch der Fall. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hatte. Ich entschuldige mich an der Stelle, dass ich da falsch gelegen habe. Wir können unsere Schwester rufen. Warik ist noch ein Jahr zu jung anscheinend. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Man kann die einfach rufen. Das ist ja cool. Alter, wollte ich zum Ingenieur machen, glaube ich, ne? Nee, Warik. Warik soll Ingenieur werden. Was sollte Alter machen? Alter hat zwei Hand bekommen. Ja. Frage. Da mache ich Alda wahrscheinlich, also die Schwester wahrscheinlich eher zu einer Kämpferin.
die wiederum dann eine Karawane beispielsweise anführen könnte. Könnte sie auch verheiraten. Sie ist ja weiblich und erwachsen. Interessant. Sie ist jetzt in Sironia. Sie kann auf jeden Fall gut reiten, das hatten wir ja schon. Verwaltung ist auf jeden Fall gut bei ihr, aber sie ist halt eine kaiserliche, ne? Südliches Kaiserreich, wohl bemerkt. Wie ist denn die Kultur von hier? Ach, die Kultur sehe ich jetzt hier gar nicht, ne? Das ist ja doof. Moment. Kurz raus, mit der Kamera schwenken. Krieg kein Tooltip? Doch. Kultur ist einfach nur Imperium. Huh. Unsere jetzige Verwalterin ist Mina. Ah, sie hat Verwaltung schon geskillt, ist aber nur auf Level 16. Jetzt müsste ich natürlich mal wissen, Rustica, was hast du für Perks gewählt? Das ist Quartiermeister. Statthalter ist plus 1 Miliz pro Tag. Anstelle von Erfahrungspunkte. Nee, anstelle von Garnisons Sold wird gesenkt. Dann hat sie für Statthalter Garnisonssold in Bogen wird um 20% verringert. Ist ja noch besser als dieses hier. Okay. Und dann hat sie bekommen etwas, was uns gar nicht weiterhilft und hier auch nicht weiterhilft. Weil hier scheint es wirklich egal zu sein, ob westliches, nördliches oder südliches Imperium, Hauptsache Imperium, ne? Das ist schon mal gut zu wissen. Dinge tun. Clan. Lehen. Hier. Austauschen. Moment mal. Er zeigt mir hier den Wert an? Charisma ist anscheinend? Moment. Echt jetzt? Ausstrahlung ist entscheidend? Für die Führung? Nee. Was hat sie da? Einfluss für Turniersiege sind egal. Hier wäre Statthalter, was sie nicht geskillt hat. Hat bei laufenden Projekten eine 10%ige Chance pro Tag plus 1 Verhältnis mit einem zufälligen Honoratior zu erlangen. Schade. Wir haben nur persönlich und Truppführer. Aber hier persönlich ist schon wieder plus 1 Ansehen, Einfluss für jede gelöste Aufgabe. Und hier wäre auch nichts, was auf Statthalter hinweist. Hier persönlich kritische Fehlschläge und Verhältnis zu zufälligen NSCs. Das wiederum hatten wir schon festgestellt, das kann funktionieren. Wenn es eine Stadt ist. Bringt uns jetzt also in der Burg nichts. Und hier hätten wir nochmal Statthalter. Das Verhältnis zu mächtigen NSCs aus der Siedlung verbessert sich mit der Zeit. Wäre also in der Stadt angebracht. Okay. Aber interessant, dass Charisma für den Statthalter zählt. Das wusste ich nicht. So, trotzdem. Lehen, Traktoria. Wir tauschen aus. Ich hätte gern die Rustica. Schnellere Gebäudeproduktion? Sehr gut. Um 0,75%, okay. Sie braucht 4 Tage und 12 Stunden dorthin. Was gäbe es noch? Durchhaltender Garnisonszeug, 20% verringert, ja. Tierarzt. Regierte Siedlung erhält 0,5 Wohlstand pro Tag. Nice. Was noch? 7 Veteranen. Ja, okay, das mit der Miliz, das hat man schon gelesen. Warte mal, wo ist denn? Wo ist denn gerade Sinoia? Achso, nee, halt. Dahin. Sinorea, wo ist denn das? Macht's vielleicht Sinn, sie abzuholen? Ach du Heilige! Ja, das macht Sinn! Uff, aber ich muss einmal durch Feindesgebiet latschen, ne? Ui. Ich will jetzt nicht riskieren, dass sie...
Warte, hat sie eine Gruppe? Nee, ne? Trupps? Nee, hat sie nicht. Ich will jetzt nicht riskieren, dass die gefangen wird, ne? Aber die wäre auf jeden Fall die bessere Gouverneurin. Definitiv. Quatsch, falsch gedrückt. Obwohl, wenn sie nur zu Pferd ist, alleine, ist sie auch schon schnell. Ich probiere es aus. So. Rustika. Ja, die nehmen wir jetzt. Wenn ihr fortfahrt, wird Rustika 4 Tage und 12 Stunden lang unterwegs sein, um neuer Statthalter von Burg Traktoria zu werden. Während der Reise ist Rustika nicht verfügbar und ihr könnt den Statthalter von Burg Traktoria erst austauschen, wenn Rustika eingetroffen ist. Sicher? Jo. So. Das heißt, wir haben momentan keinen Verwalter da drin. Mina ist aber vor Ort, immerhin. Mina könnte ich jetzt eigentlich mal theoretisch, finde ich, entlassen. Sie bleibt jetzt halt noch in der Burg. Wie kann ich denn dich entlassen? Ich muss mit dir persönlich sprechen wahrscheinlich, ne? Weil so an sich hat die sonst keine Fertigkeiten, die ich wirklich brauche. Sie ist ja eher eine Kämpferin. Und ich wollte sie halt hierhin skillen. Das hat ja auch geskillt, komischerweise. Verwaltung. Warum ist dann bitte Charisma so entscheidend bei der Auswahl angezeigt? Vielleicht ist das noch ein bisschen buggy. Ich weiß es nicht. Aber gut, ich muss sowieso zur Festung Traktoria noch marschieren. Jetzt muss ich aber erstmal den hier machen. Und dann hier rein. Verlies habe ich gemacht, ne? Ne, habe ich nicht. Ich will diese 19 Mann drücken. Dann gehe ich in die Garnisonsverwaltung. Und werde von den... Ach, hier ist ja wieder alles durcheinander. Von den Scharfschützen... Wo sind sie? Hier. Das ist schon die höchste Stufe. 20 gehen jetzt raus. 5 behalte ich drin. Ich will nämlich jetzt mal 20 Bogenschützen zu den Armbrustschützen stellen. Das hat eigentlich nur 2 Gründe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Der eine Grund ist, Bogenschützen haben eine höhere Reichweite. Der zweite Grund ist, Bogenschützen haben eine höhere Feuerrate. Und bei den Fians habe ich das Gefühl, die sind auch deutlich genauer, sodass sie am Schild vorbei in den Kopf oder in den Fuß schießen. Was ich bei den Armbrustschützen jetzt nicht so feststellen konnte. Die Armbrustschützen haben natürlich den Vorteil, dass sie rüstungsbrechend schießen. Also viel von der generischen Rüstung negieren können. Und dasselbe möchte ich dann gerne auch mit den Feldwebeln machen. Das hatte ich aber schon in der letzten Folge erwähnt. Dass ich von den Wolkenträgern so langsam aber sicher weggehe und stattdessen die Feldwebel nehme. So, den einen hier noch. Die anderen 19 werden rekrutiert, genau. Das hier sind ja schon die, die dahin gehen können, genau. Und da das jetzt momentan gerade die Rekrutierbaren sind hier, kriege ich keinen Malus auf die Moral. Sonst würde es hier unten stehen. Das kriege ich dann wiederum, wenn ich die Gefangenen rekrutiere, glaube ich. Bogenschützen machen wir mal dahin, ne? Dann haben wir jeweils 20 Armbrustschützen und Bogenschützen, ist ja schon mal etwas. So, jetzt gehen wir endlich mal auf das Thema Burgverwaltung ein. Und zwar... Oh, immer noch rote Augen, schade. Ich hatte mich ja gewundert, warum habe ich nur 21 Konstruktionen? Jetzt heißt es übrigens Bau. Da hatte mir der liebe Kubato sehr wichtige Hinweise gegeben, von denen ich nichts wusste. Und zwar, wenn eine Burg eine geringe Loyalität hat, Treue, hier, 32, ist gering, dann hat sie auch eine geringe Konstruktion. Obwohl es hier nicht steht, ne? Oder? Ah doch, geringe Treue, minus 11,68. Wir hätten also theoretisch mit dem aktuellen, was wir gebaut haben, eine Konstruktion von über 30. 32 sogar, sodass hier das hier mal deutlich schneller gehen würde. Wie hebe ich jetzt aber die Loyalität an? Zum einen kann ich Festival und Spiele mal eine Zeit lang laufen lassen, denn bei Festival und Spiele steht jetzt mittlerweile korrekt übersetzt plus 3 Steigerung der Treue der Siedlung. Und nicht mehr Moral. Das hatten wir schon mal das Thema, ne? Dass da irgendwas mit Moral immer stand. Zum anderen muss ich für mehr Sicherheit sorgen. Denn bei Bau steht jetzt dummerweise gerade nichts von Sicherheit. Ah nee, Quatsch. Für mehr Sicherheit sorgen, sorgt wiederum für mehr Treue, das wiederum für mehr Konstruktion sorgt. Also das hängt wieder alles schön zusammen hier.
Dann haben wir noch das Thema, dass ich eine bessere Garnison brauche sozusagen, also mehr oder sogar bessere Truppen. Denn die wiederum sorgen auch für Sicherheit, folglich für Loyalität, folglich für Bau. Dann haben wir noch das Thema, Aufgaben oder Probleme in den Dörfern müssten mal gelöst werden und Plünderungen vermeiden. Damit eben zum Beispiel wieder die Sachen hier nicht passieren, dass die Loyalität irgendwie runtergeht, der Wohlstand runtergeht und so weiter und so fort. Denn der Wohlstand wiederum sollte auch möglichst hoch sein, damit wir schön Steuern rausziehen einfach. Ganz klares Thema. Um wiederum die bessere Garnison, / Miliz, finanzieren zu können. Und vor allem auch die Nahrungsversorgung zu gewährleisten. Denn sind die Dörfer permanent geplündert, kommt keine Nahrung in der Burg an. Oder nur zu wenig, sagen wir es so. Was noch? Ein Barackenausbau für mehr Garnison wäre wiederum mehr Sicherheit, wäre wiederum mehr Loyalität. So, wir fangen also damit an, dass ich jetzt doch noch die 4 Tage hier noch abwarte, bis die Mauer fertig ist. Und dann lasse ich mal eine Zeit lang einfach nur Feste und Spiele laufen. Ich gebe hier nochmal 10.000 drauf, deswegen habe ich mich so viele Gefangene verkauft. So. Gehen. Jetzt wiederum gehe ich nach unten, nach Traktoria. Und muss entsprechend jetzt so auch an den... Oh, Sargot wird belagert. Schön. Und warum schön? Weil ich es dann zurückholen könnte. Dann bekomme ich vielleicht sogar die Stadt. Dann hätte ich mich 2 Burgen in der Nähe einer Stadt, die wiederum meine Hauptstadt wird. Hey, was denn hier los? Wolltest du mich gerade angreifen? Freundchen. Jupp, den kriegen wir. Oh, hier sind 20 Gefangene. Ich habe jetzt nur dummerweise nicht geguckt. Ach, übrigens, hier ist auch eine Neuerung hinzugekommen. Hier wird jetzt nach Truppenart sortiert. Wir sehen oben die Infanterie, Mitte Bogenschützen und dann die Kavallerie. Nee, auch nicht. Nee, das hat noch nicht funktioniert mit dem Sortieren. Schade. Ich habe das so... Nee, Quatsch, das ist bei Armeen. Das ist nur bei Armeen, Robin, und nicht bei Truppen. Bei Armeen steht das jetzt mittlerweile sortiert da. Also imperiale Infanterie... Und die imperiale geübte Infanterie zusammen mit den Rekruten und Legionären und so weiter und so fort. Das würde jetzt bei einer Armee stehen. Mist. Habe ich mir falsch gemerkt. Apropos, wie sieht's aus hier? 19 Rekruten von 104 Mann finde ich okay, weil wir selber haben... Wie viele Rekruten nur? Ich glaube gar keine mehr, oder? Ah doch, 3. Gut. Ich würde sagen, Kräfteverhältnis ist eindeutig. Den machen wir jetzt platt. Zack, zack. Zack. Angriff. Nehme ich schon mal einen Schluck Wasser. Ich meine, wenn wir schon mal im Krieg sind, wollen wir es auch ausnutzen. Ich hätte sogar einen Hügel. Das finde ich ja mal richtig nice. Den wiederum würde ich nach vorne stürmen, wenn es geht. Problem ist nur, der Gegner wird auch einen Hügel haben. Aber da, wo wir gerade hingucken, warte mal, wir gucken da hin. Ah, hab ich auf der rechten Seite vielleicht eine bessere Posi? Naja, semi-gut, ne? Aber da hätte ich auch einen Hügel und verweigere so ein bisschen dem Gegner diesen Hügel. Und muss mich selbst nicht in den Wald stellen. Ja, dann nehmen wir die Pose hier. Und stellen uns in den Wald. Mist. Okay, ihr kommt dahin. Ja, stimmt, jetzt habe ich ja so wenig, ne? Ich habe ja noch keine Gefangenen rekrutiert. Naja, egal. So. Kommt erstmal dahin und dann muss ich euch ein Stückchen nach vorne schicken. Obwohl, eigentlich könntet ihr auch so hier stehen. Im Schild, weil. Verboten, was zu schmeißen. Quatsch, falsch gedrückt. Und ihr kommt einfach dahin. Das müsste auch gehen. Dann holen wir uns die 3 dahin. Wah, falsch gedrückt, Entschuldigung. Die 4 kommt dahin. Ich führe wieder die 2 an. Jupp. Ihr wollt mich doch verkackpupsen. Es geht gefälligst in einer Reihe. Das war die falsche. Nein. Ah, nein. Dass sie das noch nicht gefixt haben mit dem Armbrustschützen, verstehe ich nicht. Ah, stelle ich die aber zu weit links auf, ne? Natürlich. Ja, macht er so. Und kommt er auf uns zu?
Finde ich gut. Infantry! Macht ihr nochmal die Linie? Ich hätte schon gerne, dass ihr mal die Speere in die Hand nehmt. Ich weiß nicht warum, aber jetzt auf einmal... benutzerdefinierten Schlachtgedönse. Ging das. Da haben sie automatisch die Speere genommen. Wenn ich vorher einstellen gemacht habe. Mist. Naja, trotzdem, Schildwall bitte. Ihr habt hoffentlich Feuer drin. Ihr habt Feuer drin. Macht er da hinten? Ach, jetzt hat er sich hingestellt, ja? Feuer einstellen. Dann machen wir was anders, Jungs. Ja, dann machen wir was anders. Und wie gesagt, bezüglich der, des eigenen Kavalleristen überlege ich mir das noch ein bisschen. Am liebsten würde ich nämlich eine Dleve benutzen. Als Kavallerist dann. So. Ihr geht nochmal in Linie. Quatsch. Jetzt habe ich mich wieder verdrückt hier. So, genau. Linienformation. Und hier nach vorne kommen. So. Ihr auch. Gehen wir erstmal näher ran. Dann schicken wir mal die 3 da hinten hin. Und die 4 erstmal da hin. Nehmen wir uns halt das ganze Plateau hier. Muss ich nur darauf achten, wann die auch zurückschießen. Ja, wusste ich doch, dass er da seine Kavallerie aufstellt. Auch wenn es nicht viel ist. Unsere sind in Position. Sehr gut. Armbrustschützen rücken vor. Am besten so. Ja. Und meine Infanterie. Schicke ich jetzt, weil ich ein bisschen frech bin, in Schildformation. Hier hin. Die 3 geht sogar dahin. Bisschen Flankendeckung für die Infanterie. So, wollen wir schon anfangen zu schießen? Eigentlich noch nicht, ne? Huch, falsch gedrückt. Ne, eigentlich noch nicht. Ich will noch ein Stückchen vorrücken mit der Armbrustinfanterie hier. Machen wir am besten so. 2-3 Reihen. Bisschen Hügel abwärts, das sollte gehen. Aber sie schießen auch nicht, ne? Nee, ich sehe noch keine Pfeile fliegen. Aber ich glaube, wir sind soweit. Bisschen ins Getümmel. Ah, guck mal in der Schau. Da will er sich den Hügel schnappen, wa? Boah, ich schieße wieder wie ein Anfänger. Yay! Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Bogenschützen hätte, die würden auch auf der längeren Reichweite ein bisschen mehr Schaden machen, als unsere Armbrustschützen hier. Was tut er? Ich glaube, er versucht Hügel abwärts zu kämpfen. Die 3 macht mal einen Scheinangriff. Ein bisschen um die Bogenschützen und Reiter abzulenken. Vielleicht noch ein bisschen was wegzunatzen da. Ah, das sieht doch okay aus. Rückzug. Die 4 kommt jetzt bitte mal hier hin. Wir schießen weiter drauf. Ja, haben wir schön die Formation durcheinander gebracht. Sehr schön. So wollte ich es haben. Schöner Störangriff. Wollen die jetzt mal eine Kavallerie jagen? Ist das euer Ernst? Schick meine Infanterie mal ein bisschen vor. Jungs, geht noch ein Stück nach hinten. Die 4 schicke ich den jetzt mal in den Rücken. Unsere 2 kommt nach vorne und dreht sich wieder ein bisschen mehr rein. Wir schießen mal den Hügel aufwärts, ist mir jetzt egal. Ah, jetzt hat das geschnallt. Dass ich ihn ein bisschen umzingelt habe. Dezent. Jo. Ah, guck mal in der Schau. Der will's wohl wissen. Ah, ja, da wird's wissen. Ich gehe schon mal nach vorne. Ein bisschen die Axt wieder einüben hier. Ah, jetzt geht nämlich seine Kavallerie auf mein Schild, weil der komischerweise nicht die Speere genommen hat. Das verstehe ich nicht.
Das ist doch ein bisschen verbuggt jetzt, weil ich halt noch einen älteren Spielstand habe. So, wir brauchen mal bitte die 3 und die 4. Und die 1 geht auch in den George. Hallöchen! Schönen guten Tag, der Herr! Würden Sie bitte mal zur Seite gehen? Aua! Was war denn das? Achso, ein Bogenschuss wieder. Warum kriege ich hier... Ich will auch was haben! Aua, nee, nicht aus dem Maul! Ich will zuschlagen! So! Ah, herrlich! Aua! Jetzt leg dich hin, Mensch! Stell dich am besten tot! Vielleicht überlebst du dann. Warte mal. Achso, meine Kavallerie ist da. Ey, nicht von hinten! Gib dir ein Kindergeld! Meine eigene Kavallerie blockiert wieder meine Schläge, wie immer. Wir kennen es ja nicht anders. So. Der Block ist gebrochen. Du bist doof zu schießen hier! Du auch! Du erst recht hier! Und dich habe ich noch nie gemocht! So, hinter mir keine mehr. Also Feinde. Ja, sieht gut aus. So, ich hoffe, ich habe diesmal daran gedacht, unbegrenzte Anzahl an Leichen. Da zieht euch hier aus. Da zieht so aus, wie ihr wollt. Oder? Nee, ich glaube, hier drüben ist einer verschwunden. Mist! Ich glaube, ich gucke dann doch nochmal in die Settings rein. Moment. Ach, da ist doch ein feindlicher Reiter! Wo ist der niedlich? Jetzt ist er nicht mehr niedlich, jetzt ist er weg. Einer? Wo kommt ihr her, wenn ich mal fragen darf? Ach, ihr habt da hinten wieder euren Spaß gehabt, ja? Ihr habt mich nicht mal eingeladen. Wo ist denn jetzt noch ein Feind? Hä? Da muss doch irgendwo einer rennen. Lumli, lumli, lum, lum, lum. Ja, schon praktisch, wenn man auch ein Pferd hat, ne? Wenigstens, um schnell von A nach B zu kommen und vielleicht doch noch den ein oder anderen Bogenschützen einfach umzureiten und so eine ganze Geschichten. Dass das echt noch der Anführer war, den sie jetzt dabei ackern. Lass Miranda, denn er will ja. Okay, ja, schon down. Na gut. 10 Tote trotzdem? Boah. Was war es größtenteils? Kann ich das sortieren nach Toten? Oh, Schwertkämpfer, Speerträger, Volgöre, Rekruten. Okay, ein Fußsoldat, also fast ausschließlich Infanterie. Ne, genau. Genau, nur Infanterie. Okay, das ist okay. Die sind schnell nachrekrutiert. Minus 3. Hau ab. Ja, verzieh dich. So, hier hätte ich jetzt noch 66 Gefangene. Das ist jetzt ein bisschen fies, weil ich wollte jetzt eigentlich noch welche holen gehen. Ah, und 43 Leute, die aufsteigen können. Nice. Guck mal, 4 an. Armbrustschützen können weiter leveln. Sehr gerne sogar. Und jetzt muss ich wieder auf Spieße gehen, oder? Ich muss mir das jetzt echt neu einprägen. Ah ne, hier war schon zu spät. Bei Hippenträger ist schon zu spät. Okay, aber 8 neue Feldwebel. Nice. Kavallerie hatte ich jetzt keinen verloren. Sehr gut. Und hier gehen wir auf Schwertkämpfer 5. Und die... leveln wir untereinander auf. Jetzt fehlt mir wieder ein Kriegsross, natürlich. Nee, ich will jetzt erstmal die Helden rekrutieren, damit ich wieder Bogenschützen habe. Obwohl, ich könnte auch batanische Dörfer ablaufen. Na gut, das kommt jetzt zu spät. Ich hoffe, ich denke gleich daran, die Kuh abzuschlachten. Midland Zelter ist ein normales Pferd, ja. Ja, nehme ich erstmal mit, weil es geschenkt. So, ich sortiere diesmal einfach nach Wert. Das ist eine 3er Rüstung. Da sind wir, glaube ich, überall schon besser, ne? 4er. Oh ne, die ist Level 3. Ist auch minimal besser, wenn auch schwerer. Trotzdem kriegt er die jetzt. Ich meine, er soll ja schwere Kavallerie anführen. Leg das hier rein. Oh. Na gut. Nimmt sich jetzt nicht viel, ne? Ob nun Armpanzer oder Körperpanzer. Obwohl, Körperpanzer ist wichtiger bei einem Brustharnisch, wie ich finde. Oh. Hoppla. Ja, Mensch. Aber die allgemeinen Panzerwerte... Na, er hat einen Rüstungsrang höher. Je höher der Rüstungsrang, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schlag
gedämpft durchgeht. Gut, jetzt haben wir es aber. Was haben wir hier? Leichte Bolzen, ne? Wurfspieße und sowas, ja. Nehmen wir mit. Und hier alles außer die Heugabeln. Da war wieder kurz schwarz. Das ist echt komisch, ne? Ist das bei euch auch so? Hier wird eigentlich mein Dorf geplündert, aber darum kann ich mich jetzt momentan nicht kümmern. Hau die ab, ihr! So. Zum einen möchte ich mal mit dieser Dame hier sprechen. Reden. Ich finde, du hast jetzt lang genug. Ich will dich entlassen. Okay, jetzt habe ich sie in den Trupp geholt. Kann ich sie jetzt hier rausschmeißen? Nö. Ich will die loswerden, bitte. Wie kann ich? Sag mal, ist doch... Also... Hä? Ich will sie rausschmeißen. Ich will die nicht mehr. Die nervt mich. Die ist schlecht. Wie geht denn das? Da war gerade ein Button, um mit ihr zu sprechen. Ich probier's mal. Eure Durchlaucht. Eine neue Aufgabe? Nee, will ich auch nicht. Ich will, dass sie verschwindet. Das ist komisch. Ich dachte, ich kann die auch entlassen. Kann ich so verwalten? Kann ich sie hier reinstecken? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Ich meine, gut, was ich jetzt machen könnte, ich könnte sie jetzt noch in der Stadt stecken, wo sie dann einfach nur passiv rumsitzt. Aber will ich das? Meinte ich nicht. Ich wollte sie jetzt eigentlich entlassen. Nee, mit dem Königreich komme ich auch nicht weiter. Das ist ja Rustica. Die zieht als neuer Siedlung Burg Trattoria um. Genau. Ja, gut, hier ist die Übersetzung noch nicht so toll. Sehe ich hier, wie lange sie noch braucht? Auch nicht, ne? Okay. Oder sie ist gar nicht auf der Karte wirklich, sondern dass jetzt endlich dieses Teleportieren weg ist, Charakteren dieses Teleportieren weg ist und sie jetzt einfach nur so und so lange nicht zur Verfügung steht und dann plötzlich da ist. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber wie kann ich die jetzt rauskanten, verdammt? Ich will die nicht mehr in meinem Clan. Die besetzt jetzt unnötig einen Punkt. Das verstehe ich halt nicht. Ich kann nur mit ihr sprechen und... Hä? Okay, wir gehen trotzdem erstmal auf die Burgverwaltung. Hier funktioniert das aber nicht. Das ist jetzt doof. Hier brauche ich eine höhere Sicherheit auf jeden Fall. Für mehr Treue. Ich ahne schon. Hier ist der Wohlstand nicht hoch genug. Geplünderte Dörfer zieht runter die Sicherheit, was wiederum die Loyalität runterzieht. Genau. Und ein Versteck in der Nähe, was ich immer noch nicht gefunden habe. Eieiei. Obwohl wir hier schon Feste und Spiele machen. Alles klar. Rustica, ihre Effekte gelten noch nicht. Stand ja auch in der Beschreibung da, wenn ich sie ranrufe. Es dauert jetzt ein paar Tage. Aber wenigstens haben wir die Treue hier schon auf 50. Immerhin. Aber auch null Auswirkung hier drauf, um wiederum hier drauf keine Auswirkung zu haben. Okay. Na gut. Müssen wir da erstmal noch durch als Lurch. Muss ich warten, bis Rustica da ist. Ihr Lieben, bin schon wieder in der Überlänge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.